Hallo, liebe Freunde. Wir sitzen hier abermals im Niki 9 des Vier-Jahreszeiten-Hotels und wollen uns heute mal auf euren Rücken ein bisschen zoffen. Denn ihr habt uns gefragt, ey, könnt ihr nicht mal den Trailer zu The Creator euch anschauen? Und das wollen wir natürlich machen. Aber Anna hat diesen Trailer schon gesehen. Ups. Und ist offensichtlich gar nicht so angetan. Ich habe den Trailer noch gar nicht gesehen und war dementsprechend relativ neutral und neugierig, weil ich habe gesehen, dieser Film stammt von Gareth Edwards, dem Regisseur von unter anderem Rogue One, dem ersten amerikanischen Godzilla-Film, abgesehen von Roland Emmerichs Gino, genau, und eben auch Regisseur von Monsters, den ich eigentlich sehr gerne mag. Naja, und jetzt wollen wir uns diesen Trailer anschauen und wollen einmal gucken, ob das jetzt wirklich so ein Ding ist, was vielleicht mal wieder eine Benchmark im Science-Fiction-Genre sein kann. Denn man hört ja schon viel, dass das irgendwie, ja, Vergleiche mit District 9 wurden gemacht und mit Blade Runner und was weiß ich. Und neue Hoffnung, mal gucken, ob sie wirklich, ja, bei mir auch zündet oder ob sie, ja, genauso kläglich verendet wie bei dir, nachdem du diesen Trailer gesehen hast. Lel. Ja. Der Bildschirmschoner ist an. Der Bildschirmschoner ist an und wir haben das Passwort leider nicht. Ciao. Dementsprechend machen wir an dieser Stelle jetzt einfach Feierabend und wünschen euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Verarscht. Wir gucken uns den Film natürlich trotzdem an. Wir haben hier das Passwort wieder mittlerweile rausgefunden. Und dementsprechend drücken wir jetzt einfach mal auf Play und gucken jetzt hier mal rein in The Creator. Kommst du in den Himmel? Wieder am Strand. Rogue One lässt grüßen. Aerosmith schickt auch noch mal einen Gruß raus. Mhm. John David Washington, nicht mein Favorite Pick. Also sie vertrauen ja offensichtlich auf seine Leading Man Qualitäten. Ich verstehe gar nicht. Er hat sie bislang noch meiner Ansicht nach nicht wirklich unter Beweis gestellt. Ja, exakt. Eieiei. Also, guck mal hier, allein jetzt mit diesen Androiden, Cyborgs, Maschinenwesen, was auch immer. Werden wir nicht auf. Sieht aus ein bisschen wie Halo. Sieht aus wie Elysium. Ja, ja, exakt. Das ist alles schon da gewesen. Was auch da drin ist, sie wollen sicher nicht, dass da jemand reinkommt. Ja, oder raus. Sie holen Akira aus dem Tresor. Geil. Ich wünsch, das wäre so. Wir sind gleich. Wir kommen nicht in den Himmel. Alter, okay. Haben Sie die Waffe lokalisiert? Ja, es ist ein Kind. Toll. Noch nicht mal ein echtes Kind. Ja, aber das wird wahrscheinlich eben seine Gefühle triggern. Ken Watanabe, hast du gesehen? Ja. Ja, ist doch cool. Ja, der ist cool. Alter, oh, das sah aber cool aus, dieses Fahrzeug. Das sieht auch cool aus. Das sieht auch cool aus. Und wenn der Creator jetzt nicht mit Vornamen Tyler heißt, dann... Also, ich weiß nicht. Ich fand's jetzt nicht so schlimm. Also, beziehungsweise... Das Ding ist, ich freue mich tatsächlich immer über Science-Fiction-Filme, die versuchen, oder beziehungsweise die nicht unbedingt auf eine, ja, bereits existierende, wie man heute so schön sagt, IP aufbauen. Ja? Also auf irgendwas aufbauen, was man bereits schon kennt, was schon etabliert ist. Also wenn das jetzt irgendwie eine Planet der Affen-Version wieder gewesen wäre, hätte ich gesagt, boah, nee. Oder wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, selbst bei Blade Runner hätte ich ein bisschen gestutzt, wenn das jetzt irgendwas ist, was jetzt nicht Denis Villeneuve gemacht hätte, sondern irgendjemand anders, der versucht, sich halt irgendwo im Blade Runner-Universum auszutoben. Weiß ich auch nicht. Aber hier versucht jemand, was Neues zu erzählen, also eine neue Geschichte. Ich weiß, neu, ne? Also ein kleines Kind irgendwo finden und der eine Typ sagt ja schon irgendwie, bringen Sie mir die Waffe oder haben Sie diese Waffe gefunden? Ja, oder die sowas. Waffe ist das Kind. Die Waffe ist das Kind, also es ist auch meine Vermutung. Das hatten wir vor einiger Zeit schon in einem koreanischen Science-Fiction-Film namens Space Sweeper, glaube ich. Da war auch ein kleines Kind, eine riesengroße oder starke Bombe. Ist jetzt nicht wirklich neu. Aber ich sag mal so, der Look und auch die Breite, die Bilder aufgemacht haben, fand ich schon cool. Ich habe absolut nichts gegen den Look. Ich finde aber, ich bin so, momentan ist mir das alles zu ausgelutscht. Ich möchte nicht noch mehr Science-Fiction, Cyborg, Weltall-Gedöns. Ich brauche das nicht. Aber mit so einem Ansatz wie hier Neil Blomkamp, das fand ich jetzt aber... Nee, und das ist auch mein Problem. Ich mag zum Beispiel Neil Blomkamp überhaupt nicht. District 9 fand ich furchtbar langweilig. What? Furchtbar langweilig. Es war aufgezogen wie eine Doku und war halt super lame. So, und das war doch der Selling Point von dem Ding. Ja, aber mich hat es halt nicht gecatcht. Ich gucke gerne richtige Dokus, aber keine Filme, die aussehen wie Dokus. Deswegen, das ist absolut nicht mein Jam. Und es macht es nicht besser, dass es von Gareth Edwards ist. Es macht es auch nicht besser, dass es John David Washington in der Hauptrolle ist. Und dann ist da auch noch ein verdammtes Kind, das mich
nerven wird. Also ich habe halt ein bisschen die Angst, dass es sowas wird wie Elysium, der halt geil aussieht, der irgendwie eine coole Idee hat, aber letztendlich kommt dann ein Film bei rum, der irgendwie ja, einen nicht so fesselt, der irgendwie nicht so die Wucht oder den Impact erzeugt, dass man nicht so wirklich investiert ist in das Ganze. Ja? Das ist bei so, wie soll ich sagen, so wirklich geil und blank und dezent gezeichneten Science-Fiction-Spektakeln oder Epen, ist es natürlich gefährlich. Ne? Wenn du dir einen Film anguckst, der irgendwie leer wirkt, obwohl du da eigentlich gerne eintauchen würdest, und obwohl er halt eigentlich auch wirklich richtig viele Sachen richtig macht. Ich meine, die Bilder waren schon ganz geil. Also ich ja, mag die aber Welt. Am Ende werde ich, das Ziel dieses Films soll es ja wahrscheinlich sein, dass du dann für das Kind fühlst und denkst, ja, das ist ein Cyborg, aber es ist doch irgendwie auch ein Kind. Und er soll ja das Gleiche fühlen. Ich will dieses Kind nicht töten. Ich muss das jetzt irgendwie retten. Geschichte schon tausendmal gehört, gesehen. Bei mir funktioniert es nicht. Punkt. Vielleicht kriegen sie einen anderen Dreh raus und man stellt am Ende fest, ah, dieses Kind ist der Aufbau unserer Zivilisation und wir haben es euch nicht erzählt oder sowas. Mal wissen gucken. Wissen wir im September diesen Jahres, dann ist der Film nämlich schon da. Ein bisschen schnell, aus dem Nichts. Ja, er kommt Kann aus dem Gutes Nichts. Heißen. Wann kommt Dune? November. November? Ja. Okay, ja, also mutig, nochmal vor Dune so ein Ding rauszubringen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht cleverer gewesen wäre, so einen Film nach Dune rauszubringen, wo der Sci-Fi-Hunger und der Hunger nach großen Bildern, großen Welten und großer Action irgendwie vielleicht ein bisschen stärker ist als vorher, weil ich glaube, vorher warten alle auf Dune und sind jetzt vielleicht mit The Creator als Zwischenmahlzeit nicht ganz so einverstanden. Aber das ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall doch vorsichtig Bock drauf. Okay, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Habt ihr Bock auf The Creator oder findet ihr, das ist auch kalter Kaffee von gestern? Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst. Wir sind noch jung, wir brauchen ein paar Klicks und wir brauchen ein paar Abonnements, damit wir hier auch weitermachen können. Das wäre wundervoll von euch. Und ansonsten, ja, für Feedback und Kommentare sind wir euch auch immer dankbar. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.